Der Col de Labonnette ist ein beeindruckender Gebirgspass in den französischen Alpen. Mit einer Höhe von 2715 Metern über dem Meeresspiegel ist er der vierthöchste auf Asphalt befahrbare Pass der Alpen. Mit seinen phänomenalen Kurven und seiner einzigartigen Landschaft bleibt dieser Ort ein unverzichtbares Ziel für jeden, der die wahre Essenz der französischen Alpen erleben möchte. Die Nordauffahrt auf den Col de Labonnette erfolgt von dem Ort Josey aus. Sie ist 22,2 Kilometer lang und weist eine durchschnittliche Steigung von 6,7% auf, was einer Höhendifferenz von 1493 Metern entspricht. Auf der ersten Hälfte der Auffahrt liegen die Steigungsprozente der Straße konstant bei rund 7%, die sich durch das enger werdende Tal nach oben windet. Als Gebirge zählt der Col de Labonnette zu den Seealpen im Département Alpes de Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Die Wintersperre ist je nach Wetterlage von Oktober bis Juni. Die beste Zeit, um den Col de Labonnette zu befahren, ist von Mitte Juli bis Anfang September. Während dieser Zeit sind die Straßenbedingungen am günstigsten und man kann das milde Wetter und die blühende Alpenlandschaft in vollen Zügen genießen. Die Geschichte des Col de Labonnette reicht weit zurück und ist eng mit den Ereignissen der Region verbunden. Der Pass spielte eine wichtige Rolle in verschiedenen Epochen und diente aufgrund seiner einzigartigen geografischen Lage als strategischer Ort während einiger historischer Konflikte. Heute erinnern Denkmäler und Relikte wie massive Bunkeranlagen entlang der Route an die bewegte Vergangenheit dieser beeindruckenden Landschaft. Auf einer Höhe von rund 2600 Metern, nach ca. 20 Kilometern, werden die Überreste der Kaserne der Restaurant passiert. Nach weiteren 2 Kilometern erreicht man den Col de Restaurant. Hier gibt es keinen Hinweis, kein Schild. Man kann ihn nur durch die Landschaft erkennen und durch den Abzweig einer weiteren schmalen Straße, die von hier ins Tal nach Bayas führt. Nun ändert sich die Natur mit jedem Höhenmeter mehr und mehr und gleicht mit ihrem nackten, dunklen Gestein einer Mondlandschaft. Kurze Zeit später wird die Passhöhe des Col de Labonnette erreicht. Von der Passhöhe aus führt eine 2 Kilometer lange Ringstraße um den Gipfel der Cime de Labonnette auf eine maximale Höhe von 2802 Höhenmetern. Die Fahrt um die Cime de Labonnette ist nochmal das i-Tüpfelchen dieser insgesamt 50 Kilometer langen, faszinierenden Alpenstraße.
Die Cime de la Bonette ist der markante Berggipfel, der nicht befahren werden kann, allerdings zu Fuß zugänglich ist und einen spektakulären Panoramablick auf die umliegende Alpenlandschaft bietet. Nach etwa 10 Minuten Fußweg erreicht man den Gipfel mit einer wunderschönen Aussicht. Bei der Orientierung hilft eine schön gestaltete, kreisförmige Orientierungstafel. Die Südabfahrt führt ins Tal der Tinée. Sie ist 24,4 Kilometer lang und weist ein durchschnittliches Gefälle von 6,4% auf, was einer Höhendifferenz von 1558 Metern entspricht. Vom Col de la Bonette erreicht man nach ca. 3 Kilometern den Col de Raspallon auf 2513 Metern. Auch dieser Pass ist kaum zu erkennen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz für euch die Höhenangaben zusammenfassen, da hier immer wieder Irrtümer entstehen. Die rund 50 Kilometer lange Straße von Josier nach Saint-Étienne-de-Tinée ist in ihrem gesamten Komplex die höchstgelegene Alpenstraße. Sie führt dabei über drei Pässe, den Col de Restefond auf 2678 Metern, den Col de la Bonette auf 2715 Metern und den Col de Raspallon auf 2513 Metern. In einer Schleife um die Cime de la Bonette auf 2802 Metern. Der eigentliche höchste Übergang von einem Tal ins andere liegt hier also in einer Höhe von 2715 Metern und ist damit niedriger als der Col de l'Iseron mit 2770 Metern, das Stülfser Joch mit 2757 Metern und der Col de Agnel mit 2744 Metern. Um die Attraktivität der ohnehin schönen Strecke noch zu erhöhen, wurde eine Straße um die Cime de la Bonette gebaut und 1961 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dieser Punkt, La Bonette, auf 2802 Metern, wird nun als der höchste offiziell mit dem Kraftfahrzeug anfahrbare Punkt der Alpen bezeichnet. Allerdings stimmt diese Aussage auch nicht, da man bei der Ötztaler Gletscherstraße am Südportal des Tiefenbachtunnels 2829 Meter Höhe erreicht. Nach weiteren wenigen Kilometern erreicht man das kleine Militärcamp Camp de Fourche auf 2271 Metern Höhe. Im Jahr 1890 zunächst als Biwakplatz verwendet, wurde es zwischen 1896 und 1910 erbaut und verbessert. Insgesamt wurden 26 Hütten errichtet, die so ausgestattet waren, dass sich das Camp autark versorgen konnte. Das Lager empfing Gebirgstruppen zu Manövern, hauptsächlich während der Sommersaison. In den 1930er Jahren machte der Bau der Alpenlinie, eine Verlängerung der neuen befestigten Maginot-Linie, eine Modernisierung des Camp erforderlich, um seine Bewohnbarkeit insbesondere in der kalten Jahreszeit zu verbessern.
Die zentrale Lage der Kaserne im Hochtal der Tinée, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Italien entfernt, machte sie zu einem idealen Ausfallstützpunkt für die Alpenverteidigungstruppen. Heutzutage hat der Col de Labonnette seinen historischen Charme bewahrt und bleibt ein Symbol für die reiche Geschichte der Alpen. Die Passstraßen, die einst von Eroberern und Händlern frequentiert wurden, sind heute ein Ort der Begegnung für Reisende aus aller Welt, die die einzigartige Kombination aus Naturwundern und historischem Erbe schätzen. Der Col de Labonnette ist dabei mehr als nur ein geografischer Durchgangspunkt. Er ist ein lebendiges Zeugnis der Vergangenheit, das Besucher dazu einlädt, in die Geschichte einzutauchen und die Schönheit der französischen Seealpen zu erleben.